So, hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stormfall. Was ist das für ein Faker, Kollege? Ich hab mich ja gar nicht gelootet. Oh, was hast du denn mit Desert? Ja, das können wir mal auf seine Breite mitnehmen, ey. Ich muss anscheinend die Feste wieder umbauen. Irgendwas Interessantes. Naja, was heißt interessant? Nein. Aber was Gutes. Du? Komm her. Nein. Schön, meine Pest geht schon. Gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt wieder. Ach, dorthin, das müssen wir ja töten. Wir sollen jetzt wieder zum Rotenwald. Na komm her. Wo komme ich denn da hin? Nach Janta. Janta. Wie komme ich nach Janta? Zum Boden. Ja, lecker. Ich bin doch schon da. Ich komme hier oben, muss ich da runterkämpfen. Ja gut, okay, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Oh, was war denn das jetzt gerade? Ah, oh, was war denn das jetzt gerade? Da hoch. Achso Leute, übrigens als Zweitgewehr, was ich jetzt, weil meine Munition hier ist, durch den Oh, ja. Ne? Thunder S14 mitgenommen. Ne? Das Beste. Die ist übrigens schlecht, also mein Scharfschützengewehr hier oben ist immer noch das Beste. Es ist halt so. Stimmt, noch ein Fall. Macht aber mehr Möglichkeit. Ist ja eigentlich an sich noch, ne? Oh, die Nachlandeanimation gefällt mir nicht so. Und dahin. Und jetzt verstecken. Die nehme ich aus Nostalgiegründen mit. Ah, wenn ich nochmal das G3 finden würde, das hat mir eigentlich gefallen, aber. Da darf man sich ein bisschen stimmig sein. Die Nachladeanimation muss mir gefallen und die Waffe an sich muss mir gefallen. Wenn beides hinhaut, dann, ja. Und hier ist was anderes, das ist ein scheiß MG. Das gefällt immer. Also, Rucksack. Schaut aber sauber aus. Muss da rein? Nee. Ich muss da hoch. Nein, ich muss nicht da hoch. Wo muss ich denn hin? Mach mich ruhig. Ach, nee. Ach, der Baum steht wahrscheinlich. Ja. Oh. Ich sehe schon, ich bin ein reicher Mann, wenn ich irgendwann wieder mal zum Händler komme. Nein. Das war ja arschknapp. Was machen wir denn dann?
Ja, wir schießen die Munition hier leer und dann schießen wir die andere leer und dann ist es alles in Ordnung. Und da müssen wir halt das S14 benutzen. Geht halt nicht anders. Zack, yep. Ich meine, ich könnte natürlich generell nur mit dem Scharfschützengewehr rumrennen, so ist es ja nicht. Oder bräuchte ich erst eine etwas bessere Pistole? Und es macht mir nicht immer Spaß, nur mit Scharfschützengewehr zu schießen. Und mit Action im Nahkampf. So sieht das nämlich aus. Ja klar, der schwarze Drache hier macht bestimmt auch mal einen Ton. Aber der ist ungenau. Rückstoß des Todes. Und nur ein 7er Magazin. Aber halt im Vergleich dazu. Die 50er Munition muss doch bestimmt ein Panzerpack sein. Tja. AE. Was auch immer. Bin gespannt, wie ein Blitzbogen. Ich denke mal, der Kampf wird eh nicht so krass. Dieser rote Wald gefällt mir eigentlich gar nicht. Jetzt kommt die Stelle mit dem. Alle kurze Geräte. No. Ich bin gar nicht da. Hallo? Hallo? Und warum ist so krass Strahlung passiert? War das der Einträger? Kaffer. Nicht Kaffer. Ich hoffe. Ich könnte den Leuten helfen, wenn er jetzt lässt. Jetzt könnten sie angreifen. Komm schnell her, Söldner! Legis Trupp ist schon fast hier! Legis Trupp ist im Anmarsch. Ach, hier ist geil. Wir sollen den Männern Feuerschutz geben, damit sie es zur Brücke schaffen. Was soll ich machen? Geht Feueraufstellung. Hier oben drauf. Na, das sehe ich ein.
nachladen. Stirb oder bleib weg. Echt mal, der Waffe bist du kein Scheunentor. Echt klasse. Mein Mann beim Steuerfeld braucht Vollkraft. Die Banditen haben es auf ihn abgesehen. Wo sind hier Scharfschützen? Tötet den Scharfschützen! Da oben? Wo? Scharfschütze auf dem Hügel! Hä? Wo denn? Tötet den Scharfschützen! Auf dem Hügel. Ja, was für ein Hügel? Leute. Stirb erstmal. Und du auch. Scharfschütze auf dem Hügel. Da. Hallo. Mein Mann beim Steuerfeld braucht Feuerschutz. Die Banditen haben es auf ihn abgesehen. Wir sind keine Banditen mehr. Doch. Wo kommt die denn her? Tötet den Scharfschützen! Na, was? Wo denn? Ja, ja, ja. Das ist alles leer. Halt doch mal durch, komm. Kleiner. Da, so. So, wie schaut's jetzt aus? Macht ihr weiter, oder? Ein Hüftschuss des Lebens. Scharfschütze auf dem Hügel!
Brücke ist unten. Auf zum Angriff! Angriff! Ich will mal die andere Waffe testen. Gucken, wie die wehtut. Und was willst du? Nein. Bin da. Guck, alle sind da. Brav. Eine gut ausgerüstete Truppe sehe ich hier. Vielen Dank, Leschi. Du hast uns sehr geholfen. Dank dem Söldner. Ohne ihn würden wir für immer in dieser Blase feststecken. Wie auch immer, du hast einen guten... Das werde ich mir merken. Viel Glück. Abgemacht. Kämpfer von Clear Sky. Unsere Operation war ein voller Erfolg. Die Brücke wurde abgesenkt und die Straße nach Limansk ist jetzt offen. Vorgeschobener Trupp, begebt euch nach Limansk und findet einen sicheren Weg durch die Stadt. Alle anderen, verteidigt die Brücke und wartet auf den Haupttrupp. Ich würde gerne zu dem Händler. Alle Munition und so. Wenn ich in Limansk bin, vielleicht finde ich da auch coole Sachen. Ich meine, oh. Immer diese Entscheidungen. Ja, das ist sowieso kacke. Ja, mittlerweile echt. Neu, so diese M16 dabei. Ne? Würde ich, hätte ich auch gerne genommen, aber. Wir haben keine Feuerautomatik, das geht nicht. Ich würde gerne wechseln. Und das geht nicht bei der. Also, tschüss. Zack. Achso, wir wollten ja Schluss machen, Leute. Gut, mal gucken, ob ich nächste Folge wieder Munition habe oder ob ich mich wirklich traue, nicht so. Auch noch traue, irgendwie mit einem begrenzten Vorrat loszurennen. Ich müsste immer alles abgeben und so. Von daher, ich denke schon. Also, macht's gut und tschüss.